Rote Rosen, Vorschau, Dienstag, 14. Februar 2023, Folge 3718. Annette und Malte schauen in die Zukunft. Gunther erlebt einen herben Rückschlag. Finn muss sich beruflich neu orientieren. Das Verfahren gegen Malte wird eingestellt. Er und Annette wollen nun erleichtert nach vorne schauen. Doch die Vergangenheit belastet weiterhin die Spedition. Dann der Schock für Annette und Malte. Sam hat Maltes Zweithandy und damit belastende Beweise gegen Malte. Gunther ist dankbar über die Fürsorge seiner Freunde. Er ist auf einem guten Weg, bis er hört, dass die Waldlichtung, auf der Dörte ihm den Heiratsantrag gemacht hat, abgeholzt werden soll. Kann er seiner Sucht weiter widerstehen? Während Finn privat sein Glück mit Niki wiedergefunden hat, muss er beruflich umdenken. Nach der Begangenen Brandstiftung kommt eine Karriere im Staatsdienst als Richter oder Staatsanwalt nicht mehr in Frage. Finn sucht Rat bei Bernd und spricht sich mit seinem Vater aus. Dillay hat Simon aus Versehen mit einem Highkick die Rippen geprellt. Nur widerwillig gibt er der Bitte Charlottes nach, Dillay vorübergehend in der WG wohnen zu lassen. Vorab setzen Simon und Dillay klare Regeln, was das Zusammenleben betrifft.